So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloody Blati Nuzlocke Challenge. Wir haben hier beim letzten Mal aufgehört, vor dem Eingang zum Wahrheitsufer, oder See der Wahrheit, und wollen damit Lauch hingehen, und ja, das, haha, wir sind gleich am See, ja, und so weiter und so fort, alles klar. So. Falls ihr euch wundert, ich nehme die ganze Sache hier am Stück auf, also so 5 Parts werde ich erstmal so hintereinander aufnehmen. Danach schaue ich einfach mal, wie das bei euch ankommt, lese ein bisschen die Kommentare durch, gehe dann auch natürlich auf die Namensvorschläge ein und werde ab Part 6 dann anfangen, ja, mit Spitznamen zu vergeben, also die ihr euch wünscht. Dann mache ich mir wieder so einen schönen Zettel oder eine schöne Datei hier, Textdatei, und da schauen wir mal. Okay, ja, jetzt müssen wir erstmal hier wieder durch das Intro durch. Also ich bin mal sehr gespannt, also wow, ich habe echt ein sehr blödes Gefühl bei der ganzen Sache, weil Bloody Blati echt nicht einfach ist. Das ist ein komplett anderes Kaliber als Pokémon Smaragd Randomizer. Ich meine, das ist auch wieder eine andere Sache, aber naja, gut. Hier theoretisch könnten wir jetzt schon mal ins Gras gehen, aber das wird uns nichts bringen, denn wir haben noch keine Pokebälle, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ne, wir haben noch keine Pokebälle. Okay, deswegen gehen wir jetzt einfach erstmal wirklich der Story nach, bis wir hier anfangen können, Pokebälle zu bekommen. Okay, na gut. Also, wie gesagt, Challenge fängt erst an, wenn man Pokeball hat. Deswegen nutze ich die Gegner jetzt einfach, um ein bisschen zu grinden. In dem Spiel muss ich sowieso ziemlich viel grinden, das kann ich schon mal sagen. Aber das Ganze werde ich offscreen machen, das werde ich nicht während des Parts machen, weil das ist langweilig, das will keiner sehen. Ich werde dann einfach immer am Ende des Parts sagen, ja, wann ich bitte leveln muss oder so. Das werdet ihr schon mitbekommen, keine Angst. So. Okay. So, ja, wir müssen jetzt erstmal in den nächsten Ort und wow, Hunduster, wusste ich gar nicht, dass es hier gibt. Das ist krass. Aber die XP nehme ich natürlich gerne mit. Normalerweise ist Hunduster dürfte keine Probleme machen. Ich weiß nicht, gab es Trainer vor der ersten Stadt oder vor dem ersten Dorf, sage ich jetzt mal. Mal schauen. Jaula. Gut, ja, das wird dir nicht mehr viel bringen, Hunduster. Wir kratzen dich zu Tode. Nice. Und Panflam damit Level 7. Und wir erlernen Glut. Das ist geil. Hammergeil. Glut ist wichtig. Und falls es ein Trainer ist, Ich lasse ihn erstmal. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Wir gehen dann später hin. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Ist ja gut. Da ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Mensch. Wir gehen einfach durch diese Tür und Bums. Was zum... Oh, du bist es, Olli. Dieser alte Mann. Er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Okay. Ach, was soll's, Olli. Ich mach mich vom Acker. Bis dann. Na gut. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Niemand hat gesagt, dass es mein Freund ist. Das Spiel hat es beschlossen. Nun, wie dem auch sei, gehen wir hinein. Na, wen haben wir denn da? Du bist Olli, nicht wahr? Schauen wir uns doch mal dein Pokémon an. Hm, verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Hm? Es war also kein Fehler, Panflam in deine Obhut zu geben. Würdest du ihnen denn gern einen Spitznamen geben? Ja, natürlich, darauf habe ich doch gewartet. Und Panflam... ja, ich nenne Panflam... einfach... Ich schwank jetzt zwischen zweien. Aber ich glaube, ich nenne es...
Alex, weil mein bester Kumpel Alex mag Feuer-Pokémon und ich glaube, Panflam ist da ganz cool. Ja, ich bin mit dem Spitznamen einverstanden. Wenn er es nicht ist, naja, was soll's. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon in das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert. Mann, 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 ihr dürft nicht aus eurem Ort raus. Dass Kinder immer so ungestüm sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinen Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich ergeht es Panflam nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Panflam zu kümmern. Er ist stolz drauf, mich getroffen zu haben? Der Typ, wohnt der nicht hier in diesem Ort? Der weiß nicht, vielleicht 200 Meter entfernt ist und wir sehen uns das erste Mal jetzt und... What the fuck? Pokémon-Logik, ne? Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu deinem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann das gar nicht aussprechen. Na gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aibe. Ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh für mich sammeln? Ja, ich muss ja. Immer... Naja, ich weiß schon. Alte Männer. Gut geantwortet. Naja, wir haben die Pokédex erhalten. Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten. Ja, das wissen wir ja schon. Und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Ich habe auch einen. Mensch, super. Also zusammen mit deinen Pokémon über Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Oh, ich weiß nicht. Es war so unglaublich. Route 201 ist so ein besonderer Ort voller Magie und... Nein, es war ganz normal. Ich bin bereits 60 Jahre alt. Und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervkitzel erwartet. Ja, besonders hier in diesem Heck. Und nun geh. Das Pokémon war Shellast. Yay. Hättest du dich auf Route 201 für Shellast entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ich meine, deine war aber schon okay. Ich bin übrigens Lucian. Ich helfe dem Professor bei der Erstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns also ähnlich. Ja, toll. Ich bin dir nur einen Schritt voraus und das ist alles. Ich freue mich schon, ja, und so weiter. Ja. Diese NPCs. So, haben wir hier irgendwas? Nee, ich dichte nicht, oder? Verschwinden wir hier, bevor uns wieder irgendjemand... Oh mein Gott, kann ich mich endlich mal frei bewegen? Olli, wie kannst du nur? Ich habe hier ein praktisches Item, du solltest es mitnehmen. Ach ja, man kriegt er hier am Anfang gleich mal Rückkehr. Bring ich das bei? Muss ich mal gucken. Kommt noch drauf an, was ich jetzt fange. Ich werde es erstmal noch nicht erlernen. Ja, technische Maschinen, wissen wir alles. Ja, ist ja gut. Ja, das ist halt jetzt wirklich das Intro und das Tutorial und die ganze Sache hier. Ich, wie schon gesagt, ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also ich möchte es nicht speeden. Das wäre uncool. Aber ich werde es einfach durchskippen. Ganz einfach, weil, ja, das Intro halt, ne? Tutorial und sowas. Brauchen wir nicht. So. Mich dünkt, dass ich jetzt von ihr Pokébälle bekomme. Deswegen... Bin ich geheilt? Ja, bin ich. Deswegen holen wir uns jetzt mal schnell die Pokébälle bei ihr ab. Und dann könnte man ja theoretisch unser erstes Pokémon versuchen zu fangen. Ja. Real? Ich muss erst nochmal nach Hause latschen, um zu sagen, ja, ich mache mich jetzt auf die große Reise. Oh nein. Naja, ist ja gut. Ich laufe durchs Gras. Okay, keine Pokémon. Gibt's hier oben ein Item oder sowas? Nö. Vielleicht ein verstecktes irgendwo, aber da habe ich jetzt keine Lust, die ganze Zeit abzusuchen.
Wir haben hier gewohnt, oder? Ja, richtig. Hallo. Willkommen zu Hause. Ja, mir geht's gut. Was denn, Olli? Nein, Professor Eiber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück, ich stehe hinter dir. Oh, richtig, Olli, ich habe etwas für dich. Ja, unser Tagebuch bekommen wir noch. Hurra, das ist ein Tagebuch. Ja, die Ereignisse des Tages aufgeschrieben und so weiter und so fort. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Wäre so gern an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Olli. Ich bleib hier und du genießt dein Abenteuer. Ja. Ich frage mich, wie sie sich das Haus leisten kann. Ich meine, geht sie überhaupt arbeiten? Mutter von Lauch. Mann. Sogar adelig. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Lauch hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, er ist aber schon aufgebrochen. Was machen wir denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dürrköpfig und rücksichtslos, dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Ja, ja. Bin ich ein Packesel? Mann, alles muss ich den Leuten hinterher schleppen. Ein dickes, fettes Paket. Ich meine, ich habe hier noch einen Rucksack mit vielleicht noch irgendwelcher Wäsche zum Wechseln oder so. Da habe ich noch meine ganzen Pokebälle drinne. Ja, ja, ja. Und dann noch so ein fettes Paket. Super. Das gefällt mir. So. Kommen wir davon weg, über Pokémon-Logik nachzudenken. Ich glaube, da würden wir einen ganzen Tag lang diskutieren. Aber ich meine ja nur. Früher hat man sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber jetzt, wenn man sich so mal die Dialoge mal richtig durchliest, dann fällt es schon ein bisschen auf, oder? So, ja, wir kluten es weg. Bam! Und ich hoffe mal, es wird knapp. Es wird knapp mit dem Pokémon. Wir schauen mal. Wenn die gute Lucia, oh, ich habe keine Ahnung. Lucia, so hat man sie genannt, ne? Wenn die sich ein bisschen hinmehrt und hier nicht so viele wilde Pokémon auftauchen, dann könnten wir eventuell noch die Chance bekommen, einen Pokémon zu fangen. Ja. Nein, brrm. Ja, und wenn ich mich nicht verdrücke, natürlich auch. Aber ich möchte die XP hier mitnehmen. Ganz wichtig, vor allem am Anfang. Ich weiß noch, wie heftig die erste Arena ist und muss erstmal überlegen, wie ich da überhaupt durchkommen will. Weil, ja, da müsste ich schon ein bisschen grinden dafür. Aber da kriegt man hin. Da kriegt man alles hin. Oh, stimmt, Olli, ich hab dir noch nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fang dir eins, siehst genau zu, einverstanden? Tutorial. Gut. Aber danach müssen wir Pokébälle bekommen. Bidiza. Ich hasse dieses Pokémon. Ich hasse Bidiza. Es ist einfach... es ist mir unsympathisch. Es ist mir unsympathisch. Ja. Ja, gut. Aber gut, das Tutorial ist, falls man es wirklich zum ersten Mal zockt, ganz gut. Weil da wird gezeigt, dass man viel anschwächen muss. Weil in der damaligen Edition, da haben die NPCs einfach mal gleich im Pokéball drauf geklatscht. Was keinen Sinn ergeben hat. Okay, so. Können wir jetzt bitte endlich Pokébälle bekommen? Bitte! Ja, ja. Die 5 Pokébälle, das ist cool, das ist cool. Theoretisch könnten wir uns noch ein paar kaufen. Und Leute, ich versuch's jetzt einfach. Erstes Pokémon, komm los, auf diese Route, bin gespannt. Taubsi, nice, okay. Ich werde versuchen, mit dem Kratzer anzuschwächen. Wenn ich Pech hab, kritisch. Aber ich gehe das Risiko ein. Komm, bitte kein Crit. Wow, gut. Super. So, dann Pokéball.
Und ja, hoffen wir mal, dass es reingeht. Taubsi. Nice! Sehr schön. Damit haben wir Taubsi. Hurra! Und haben damit auch gleich ein Pokémon, das potenziell Fliegen erlernen kann später. Nur habe ich jetzt keinen Namen für Taubsi. Wow. Taubsi, Taubsi, Taubsi. Ich habe keine Ahnung, wie nenne ich Taubsi? Wie nenne ich Taubsi? Ups, fuck. Nein! Ah! Jetzt hab ich verdrückt. Sorry, ich bin sehr unkreativ. In den KFC, warum nicht? Gut, damit war es das erstmal. Ich werde mich hier heilen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Let's Play Pokémon Bloody Blood Nuzlocke Challenge. Bis dahin!